Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Vor allem davor hatten wir einen sehr spackenden Teamspeak. Dann haben wir gesagt, gut, machen wir mal neu. Aber irgendwie seitdem, und das ist jetzt auch schon, boah, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Ich glaube, eine Viertelstunde oder so. Und seitdem ist er nicht wieder da. Aber wir sind wieder da. Juhu! Späßchen im Wald, Späßchen im Wald. Das war Flora. Juhu! Hallo, Zero Love Good, und auch hallo alle, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Ich war ein bisschen untergegangen, weil jetzt hier diese ganzen Probleme irgendwie waren. Sind die Bäume nachgewachsen? Ist der nachgewachsen hier? Den haben wir nicht stehen lassen, oder? Ich weiß es auch nicht. Habt ihr Jessie schon gesehen? Ist Jessie schon da? Jessie? Noch keine Jessie da? Ist noch kein Namenleuchten? Wir können ja mal zu unserer Behausung gehen. Genau, der Flo ist auch da. Das habe ich auch schon im Chat gesehen. Voll gut. Dann habe ich Milo Office gesehen, da hieß es auch, Mensch, super Zeitplan. Ah, Jessie ist da, juhu. Jessie, hallo, hallo. Voll gut. So, was haben wir eigentlich für ein komisches Loch? Das sieht voll merkwürdig aus. Das ist voll das Loch, Jessie. Das Hi. wir sind zeitverzögert, versteht sich. Jessiechen. Hui. Hui. Und die Flora ist natürlich auch da, wie beim letzten Mal. Flora unterstützt uns hier aus dem Off. Da vorne im also das sieht so aus hier, da dieses... Ach, hier ist ein Loch. Alles ja. Klar. Aber hier drüben auch, guck mal, es ist noch viel größer. Wow, wir brauchen keine Treppe mehr. Wie gut ist das denn? Ja, DVD, versteht sich. Die Dolly, die, Wow, das ist so zeitverzögert alles, ey. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, ich habe noch Hoffnung, dass der Teamspeak wieder hochfährt. Was wollte ich gerade sagen? Genau, die Flora hat heute auch schon an Dolly gedacht. Flora schon ein bisschen komisch. Sperrst du uns jetzt hier ein? Das ist ja unglaublich. Ach nee, du hattest uns eingesperrt und wieder aufgemacht. So, wir haben ja hier auch noch unsere Riesenmauer, die Jessie angefangen hat, die aber irgendwie keine Tür hat, blöderweise. Flori. Das ist natürlich etwas schwierig. Sollten wir eine Treppe drüber bauen, aber dann macht die Mauer ja auch keinen Sinn mehr, oder? Jessie stellt erstmal fertig. Geil. Ah, herrlich. So, die Frage ist, was bauen wir denn als nächstes? Jetzt da unten haben wir ja schon mal soweit unseren Keller. Ja, unseren Keller mit Panorama-Aussicht. Und ja, jetzt wäre eine oberste Etage vielleicht auch nicht schlecht. Frage ist, hat Jessie eher Lust zu bauen oder wollen wir ein bisschen über die Insel latschen? Weil im Prinzip sind wir ja hier relativ safe so. Ina ist krass zeitverzögert. Ich baue eine Tür für die Spinne. Ich baue eine Tür gleich. Ah, okay. Ja, zeitverzögert ist es deswegen, weil Jessie uns ja auch erst im Stream hört. Deswegen kann sie erst auf die, ich habe so ungefähr 5 Sekunden Zeitverzögerung, plus minus null. Und deswegen kann sie erst später antworten. Und deswegen ist das halt verzögert, solange der Teamspeak nicht hochfährt und Discord mich als Mensch nicht anerkennt. das Basement braucht aber 4 Haken. Ja. Laubig ist dumm, da hast du recht. Wir brauchen noch Haken, Jessie. Also ich find's irgendwie lustig, dass wir hier reinfallen können. Das finde ich irgendwie mega geil. Ist zwar irgendwie ein bisschen unpraktisch, aber trotzdem irgendwie geil. Finde ich gut. So. Jessie hat gesagt, sie kümmert sich um eine Tür. Dann kann ich ja hier oben noch ein bisschen bauen. Und wir schauen einfach mal, was bei der ganzen Geschichte bei rumkommt. So, was wollte ich denn jetzt bauen? Wir brauchen wieder hier irgendwie so Wände. Eigene Wand macht Sinn, oder? Ah, guck mal, wir können hier gleich den Komplettbau machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Vor allen Dingen hier vorne wird es denn so schräg, dadurch, dass wir das da irgendwie verplant haben. Wie kann ich das irgendwie ändern? Weil ich möchte das ja gar nicht komplett bauen. Ah, okay, mit C. Alles klar, haben wir hingekriegt. So. Es muss irgendwie noch hier so draufstehen. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Wird bestimmt mega interessant. Eigentlich hätte ich hier hinten auch nichts gegen so eine kleine Dachterrasse. Komm, wir machen hier mal eine kleine Dachterrasse. Fände ich auch ganz cool. So. Steck dich doch mal da fest, bitte. So.
Sehr gut. Hier ist gerade eine Fliege bei mir am Arm. Oh, die habe ich gerade voll durcheinander gebracht. So. Da so bei dem. Wo sind dem? Sich hier Türen? Welche? Ich glaube, bei den Steinen gibt es gar keine Türen. Du müsstest dann Holz oder irgendwas dazwischen bauen, so eine Holzwand. Dann kannst du das da zwischenpacken. So, wollen wir jetzt hier eine Wand draufpacken? Das wäre jetzt halt so die Frage. Also dürfen wir da kein Fenster hinpacken. Das darf wirklich nur der Notausgang sein, weil wenn wir da ein Fenster hinpacken, ist irgendwie schlecht, glaube ich. So. Kriegen wir da eine Tür rein, wenn ich das jetzt hier festmache? Ich hoffe. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Wenn ich reiße ich das wieder ab. So. Das sieht nicht gesund aus, was ich hier gerade mache. Was für eine Tür? Na, wenn du hier diese eigene Wand baust, wie ich das gerade tue, dann kannst du das doch machen so. So, schau mal, wenn du jetzt hier die Wand hast, so wie wir sie hier haben, dann kannst du doch hier auch eine Tür einbauen, so. Ist gerade nur... Nee, müssen wir andersrum machen, ne? Ist es jetzt von innen oder von außen? Ich sehe es gerade nicht. Wie, was? Hä? Na, hier so... Hä, hab ich das abgerissen? Ich sehe irgendwie gar keine Türen, das ist voll komisch. Ist es jetzt innen oder außen? Hier, Wand mit Tür. Genau, entweder du machst die eigene Tür oder du machst halt hier diese was ich hier gerade gezogen habe, diese eigene Wand. Und dann kannst du später da die eigene Tür reinsetzen. Du hast doch schon eine Tür reingepackt jetzt, ne? Ja, hier oben, aber ich meine jetzt wegen der Steinwand. Unten. Da wollten wir doch irgendwie einen Durchgang haben. Die eigene Tür ist doch schon hier drin, ne? Ja, wie gesagt, weil ich die gerade reingepackt habe. Die Verzögerung ist manchmal ein bisschen zögerlich. Ach so, ja, okay. So. Herrlich. Ist das jetzt richtig? Wer ist da? Wow, der Teamspeak ist wieder da. Teamspeak ist wieder da. Leute, Moment, wir müssen hier mal ganz kurz raustaben. So, Moment. Du hast mir auch nicht gesagt, dass Ina streamt, beziehungsweise dass Dolly toll ist. Teamspeak, Alter. Teamspeak. Teamspeak, Teamspeak, Teamspeak. Teamspeak. Kurz, ich hoffe, uns hat hier gerade keiner gekillt. Wäre gerade ungünstig gewesen. Wer hat mich gemoved? Die Jessie hat mich gemoved. Ich. Juhu! Oh mein Gott, warte mal, ich muss mein Stream ausmachen, sonst höre ich dich hier voll doppelt. Juhu, Jessie! Oh, wie gut! Es war voll komisch, ey. Ja, wirklich, das glaube ich dir. Dann hörst du es auch noch doppelt. Ja. Cut from Marvel, hallo! So, ist jetzt die Tür hier richtig rum? Ich sehe das irgendwie nicht. Ich glaube ja, oder? Ich kann die hier auf der Seite zumachen. Genau. Ist gut, dann habe ich das richtig gemacht. So, ich habe jetzt da hinten auch meine Tür hingebaut. Also, oh wow. Danke, Flo. Flo hat gerade donated. Ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, wo kommt die Musik her? Oh nein, der Teamspeak spackt wieder rum. Ah, herrlich. Danke, Flo. Vielen lieben Dank. Ah, Mann, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Ich freue mich. Vielen Dank. So, jetzt ist der Teamspeak wieder weg. Was ist das? Vor allem, man siehe, Jessie steht einfach nur rum. Wir müssen Jessie beschützen. So, wir sind wieder drauf. Okay. Ich nehme mal an, Jessie zieht uns gleich, falls sie noch da ist. Wir beschützen Jessie. Wir müssen Jessie beschützen. Danke, Flo. So, wir beschützen Jessie. Jessie beschützen. Beschützen. Es kommt nur irgendwie keiner, Gott sei Dank. Ach, da hinten hat Jessie die Tür gebaut. Ah. Jessie? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was ja, das war verrückt, ja. Ein bisschen. Ja, hattest du auch? Ja, ja, ich war die Einzige. Ich war plötzlich auch weg. War auch weg. Was ist mein Internet schon wieder verkackt oder so? Und dann, oh, gut, ich war nicht die Einzige. Nee, waren wir alle. So, aber jetzt gerade hören wir uns, Freude und so. Das ist lange. Mal schauen, wie lange. Ja, wirklich. Aber wir nutzen die Zeit, solange sie da ist. Genau. Ja. So, in der Zeit bauen wir eine Mauer. Und sag nicht, niemand hätte vor, eine Mauer zu bauen. Können auch gerne mal durch die Gegend latschen, ne? Ja, können wir sehr gerne machen. Ich weiß gar nicht, so wie viele Loks brauchen wir gerade.
Na, wollen wir die oberste Etage noch fertig machen oder wollen wir das in Angriff nehmen, wenn wir wieder da sind? Mir ist das nämlich voll egal. Ich baue eben die. Wir bauen einfach. Wir können ja erstmal bauen. Okay, dann bauen wir erstmal ein bisschen was. Oh, ich bin mit Steinen voll. Ich muss mir mal so ein Steinsack, aber das klingt irgendwie komisch. so ein Beutel für Steine anfertigen. Ja. und für Sticks, das wäre voll gut. Hunger in dem Spiel ist mal. Ja, stimmt, darauf habe ich jetzt auch gar nicht geachtet, weil wirklich jedes Mal hängt mein Mikrofon genau da, wo ich hingucke, wo das Bummel ist. Ha, kompliziert. Kompliziert. Hallo, warum geht das hier nicht? Was geht nicht? Der Baum hat eben... wollte den Baum fällen und dann ging... Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal ein Stück Mauer von dir abreiße. Was? Bist du mir böse, wenn ich das tue? Ja. Nein. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob das Tor da hinten reicht, so, weißt du? Weil am schnellsten würde es ja eigentlich sein, wenn man hier durchgeht, oder? Wir können uns ja mehrere Tore machen. Ich hab mich da nicht so. Ja, ist nur schade, wenn man das alles schon gesammelt hat, so. Ach so, alles klar. im Chat wird geschrieben und ich habe gerade völlig nicht mitgekriegt, worum es überhaupt ging. Okay. Ach nee. So. Ich versuche hier alle Steine zusammen, um da hinten das Stück fertig zu kriegen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt hier hinten eine Tür einbauen, oder? Hier, wo es noch nicht fertig ist. Oh, ich habe gerade Steine gesammelt. Warte. Also hier hinten keine Tür. Doch, können wir machen. Weil dann können wir das gleich abreißen, dann müssten die Steine eigentlich wieder rausgerollt kommen. Ja, hoffe ich mal. Feuerroll. Wow, einer. Und da stand eine Spinne drunter, weil der schon standardmäßig da lag. Na wow. Na toll. So, ja. Dann... Wow, wir haben gerade die Steine angeschleppt, weißt du? Das ist auch traurig. Ja, stimmt, die haben gerade die Steine angeschleppt. Ich hab's schnell festgesteckt. So. Bald wieder Besuch. Wow, was ist das denn jetzt hier? Was war das denn? So. Ist es jetzt die richtige? Nein, jedes Mal macht es das irgendwie von einer anderen Richtung. Warum? So, jetzt ist es richtig. Passt es so? Ich meine, es sieht ein bisschen komisch aus mit der schrägen Tür so, aber dann haben wir wenigstens zwei Ein- und Ausgänge. Ist doch voll okay. Gut, habe ich noch Steine hier? Ein, wow. den ich gesammelt hatte. mir krabbelt's. Oh, ich weiß nicht, hier ist so eine Fliege, Alter. Die hängt mir ständig hier auf der Tastatur rum. Was stimmt nicht mit ihr? Und dann krabbelt sie mir auf der Hand rum. Jetzt denke ich schon, ich habe die überall. Aber die Bäume, die wachsen nicht nach. Haben wir das nicht eingestellt? Weil der eine in der Mitte, den hatten wir ja schon mal gefällt gehabt, oder? Ja. Mir ist irgendwie so. Ich guck mal in den Einstellungen. Einstellungen. Gameplay. Transparenz. Farbe. Überdeckte Symbole. Sprache. Effekte. Steuerung. Grafik. Anzeige. Was ist denn Schlüsselbindung? Ach so, die ganzen Key-Tasten, alles klar. Ach so, deswegen wurde das... Alles klar, ich verstehe schon. Spielernamen anzeigen, Tarnleiste anzeigen. Hast du eigentlich die Insel da hinten gesehen? Ja, tatsächlich, aber ich habe jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Sichtfeld, Voreinstellung. Stellung, Welttageslicht nach Bildkontrast. Hä, wo ist denn das? Kann man das im Multiplayer gar nicht einstellen? Muss man doch einstellen können. Ich habe leider gar keine Ahnung. Das ist schon lange her. Ach so, hier ist es doch. Oh Gott, steht Fettregeln drüber. Zerstörung von Gebäuden erlauben. Wollen wir Zerstörung von Gebäuden ausschalten oder einlassen? Wir machen es aus, oder? Okay, dann mache ich das aus. So, aber nachwachsende Bäume ist auf jeden Fall an. Ja. Okay. Nein, oh Gott. Was? Ich habe das Spiel beendet.
Nein. Ich wollte nur auf zurückdrücken und dann habe ich zweimal gedrückt und dann war das auf einmal schon aus. Es hat mich nicht mal gefragt, ob ich wirklich beenden will. Aber du stehst hier noch. Oh, Inna. Oh Mann. Was ist denn das? Ah, oh, was ist das? Warum fragt er mich nicht nochmal, ob ich beenden will? Ich habe gerade einfach nur gedrückt so und dann war ich raus. Weil, weißt du, ich laufe nicht hier durch, sondern ich laufe außen rum. Ich hoffe, ich kann jetzt hier wieder connecten, so. Nicht, dass du da jetzt nur noch in einem Geisterspiel spielst. Kann ich dem Spiel beitreten? Host antwortet, nicht steht bei. Zugeordnet Internet LAN. Okay, ich muss mich auf jeden Fall wieder als Host eintragen. Mehrspieler, Spiel hosten, weiterspielen. Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr in deinen Spielstand joinen, ne? Och, es ist ätzend. Nein, wenn nicht, dann gehe ich raus. Oh Mann, wie ärgerlich ist das denn? Okay, dann beende ich. Wow, dann müssen wir das ja gleich nochmal machen, was wir gerade gemacht haben. Oh, wie ärgerlich. Das ist ja mega ätzend. Oh Mann, ey. Oh, wie mich sowas ärgert. Ha, wie lange habt ihr vor zu streamen? Ja, bis wir keine Lust mehr haben, denke ich. Ich kann das immer nicht lesen. Das ist immer viel zu klein, wenn ich das hier einstelle. Manu. Jedenfalls auf jeden Fall danke für den Follow. Ich konnte jetzt den Namen überhaupt nicht lesen.